These walls have eyes. Okay. Okay. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone. Alles okay? Ja, ich bin wohl kurz eingenickt. Warte, was war nochmal mit Augustine? Ist weg. Weg? Angeblich musste sie sehr dringend in ihr Privatreliquiar. Hey, da wir alle wieder wach sind, können wir kurz Augustine vergessen und über den 300 Meter langen Elefanten im Raum reden? 300? Oh. 300 Meter ist die Durchschnittslänge eines Filmstreifens? Oh. Wir haben uns bisher alle ziemlich bedeckt gehalten. Was? Es ist nicht mein Film. Ich habe nur mitgemacht, nicht Regie geführt. Er steht nicht mal in meiner Filmografie. Ich meine, wie wir uns alle über unsere Streifen ausschweigen. Oh, ja. Ob offiziell dein Film oder nicht, es ist definitiv das berüchtigste Projekt, mit dem du assoziiert wirst. Sammler verfluchter Filme suchen schon seit Jahren vergeblich nach einer Spur davon. Und jetzt sind wir alle hier. Jeder mit seinem Stück von diesem mysteriösen Kuchen. Eine ziemlich große Sache. Also, gehören alle unsere Streifen zu dem Film, den du mit deinen Freunden gemacht hast, Linda? Wenn sie echt sind, ja. Meins ist echt. Und was hat das alles mit diesem Fluch auf sich? Tödliche Ausschreitungen, CIA-Verhöre und völlige Realitätsflucht. Weil er so selten ist, wissen nur ein paar Leute davon. So heißt es. Wenn Augustine die einzigen bekannten verbleibenden Teile haben will, muss sie gut bezahlen. Warum will sie ihn so dringend? Ich meine, er ist doch nicht wirklich verflucht, oder? Ich lebe ungern in der Vergangenheit. Wir sind hier, jemand möchte unsere Filmabschnitte kaufen. Mehr interessiert mich gerade nicht. Die Herkunft macht viel aus bei einem erfolgreichen Verkaufen. So wie Motive. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich würde zu gern wissen, warum Augustine so versessen ist, diesen Film zu haben. Also, die erste Regel lautet, finde alle Infos über deinen Gegner raus, die du kriegen kannst. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Ladies. Aber ich brenne darauf, mir dieses große alte Haus voller Kuriositäten anzusehen. Dürfen wir uns denn umsehen? Was sagst du dazu? Willst du lieber rumsitzen oder hinter die Kulissen schauen? Also alleine bleiben sollte sie nicht, sagen wir es mal so. Worauf wartest du noch? Also dieser Raum ist schon ein echtes Statement, oder was meint ihr? Ich wusste, dass Augustine Kohle hat, aber nicht so viel. Anscheinend hast du dein Ziel doch nicht so gut ausgekundschaftet. In unserer Branche sprechen wir nicht von Zielen. Zockerei ist Schwindel. Und keine Branche. Du solltest meine Kundschafterfähigkeiten nicht unterschätzen. Hier oben steckt eine Menge drin, das uns allen weiterhelfen könnte. Okay. Dann erzähl mir alles, was du über Augustine weißt. Augustine Lieber. Herausragende Sammlerin obskurer Kunstobjekte. Sie gibt sich zwar ganz professionell, spielt aber auf lange Sicht ein undurchsichtiges Spiel. Schwer einzuordnen. Und? Und seit ich hier bin, habe ich alles genau im Blick. Beobachtungen, Verhalten, Umgebung. Ich habe ein Profil erstellt. Und zwar? Lieber ist keine normale Sammlerin. Mag düsteres Zeug. Richtig düsteres Zeug. Dafür scheut sie vorhin nicht zurück. Sehr beeindruckend.
Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Habt ihr gesagt, was ich weiß? Jetzt bist du dran. Du hast es auf den Punkt gebracht. Hey, dann erzählt doch mal. Also, was habt ihr entdeckt? Nicht viel. Aber die Nacht ist jung. Nicht so jung, wie du denkst. Lass uns weitersuchen. Ja, erkunde den Innenhof. Okay. Ich habe mir schon gedacht, oder anders gesagt, ich habe mich schon gefragt, warum sie jetzt eigentlich da drin bleibt. Wieso ist das hier alles so dunkel? Dieser Ort wäre echt der perfekte Schauplatz für einen Film. Ich stehe übrigens voll auf dein Outfit. Oh, danke. Aus Italien. Also die Schuhe sind italienisch. Und der Gürtel. Hab ihn billig bekommen. Von einem, der einen kennt, der einen Hosenprofi kennt, von dem habe ich diese Hosen, die dann einer, den ich direkt kenne, genau für mich angepasst hat. Der hat mir auch das Jackett besorgt. So eine super limitierte VIP Club Edition. Willst du ein Geheimnis hören? Okay. Ja. Sehen wir uns die anderen Etagen an, sehr gut. Warte. Moment mal. Was? Bevor das alles hier weitergeht, muss ich wissen, wie ihr beide euer Stück vom Film bekommen habt. Also, das ist kein Geheimnis. Nachdem meine Mutter vor ein paar Monaten starb, fand ich es bei ihren Sachen. Maddie, wie war der Name deiner Mom? Beide, oder? Hieß sie Bonnie Rivera? Ja, das... Woher weißt du das? Du siehst aus wie sie. Kanntest du sie? Vor langer Zeit. In einem anderen Leben. Ihr kleiner Bruder Jaime war einer meiner engsten Freunde. Onkel Jaime. Ich bin ihm nie begegnet. Ich wusste gar nichts von Bonnies Tod. Ja, es war ziemlich plötzlich. Wow. Maddie, das ist echt traurig. Sehr berührend. Aber eins verstehe ich nicht so ganz. Ist jetzt von ihr die Mutter oder auch die, ja, Ziehmutter, keine Ahnung, wie man das nennt, auch gestorben? Also sind beide gestorben? Weil sie jetzt gefragt hatte, welche von beiden? Normalerweise geht man jetzt von der leiblichen Mutter aus. Tut mir leid, dass dir das passiert ist. Es ist nie leicht, jemanden zu verlieren. Danke. Ich habe zum Glück schon so einiges erlebt. Ach, Bonnie. Hätte mit ihr in Kontakt bleiben sollen. Hast du dich nicht gefragt, wo unsere beiden Streifen herkamen? Das willst du mir wahrscheinlich nicht erklären. Natürlich! Und? Naja, das kann ich dir aber nicht einfach so erzählen. Solche Informationen sind sehr wertvoll. Was ist dein Preis? Weißt du was? Darauf komme ich später zurück. So spielen wir jetzt eigentlich sie. Ich will uns spielen, also das Mädel. Ja gut, wahrscheinlich, damit wir dann dementsprechend Reaktionen zeigen können. Gehen wir mal aus dem Weg hier. Muss hier vor. Moment. Ich wollte gerade sagen, da flackerte doch gerade was. Coole Statue. Nein! Aber da fehlt ein Teil. Ja, das ist richtig. Das wollte ich auch gerade sagen. 3 Uhr. Ja, wo ist denn... Der Rest davon. Wow. Entschuldigung. Was für eine Arbeit. Und die Details. Das ist wirklich schön. Okay, da fehlt aber offenbar auch ein Teil. Was haben wir hier? Das Antlitz des Bösen. Ist danach Schund. Sam Green hat Frank Stone gestoppt. Ich könnte das besser. Darf ich jetzt mal? Die wahre Geschichte von Frank Stone, erzählt von dem Mann, der ihn aufgehalten hat, Sheriff Lloyd, glaube ich, wird das ausgesprochen, Kusich oder so. Oh Gott.
Lloyd Cusick wird nicht gern als Held bezeichnet. Im Herbst 63 arbeiteten Cusick als Sheriff in Kedar Hills, einem verschlafenen, von der Stahlindustrie geprägten Städtchen in Oregon. Er war ein ganz gewöhnlicher Mann, der einfach nur für die Sicherheit der Menschen sorgen wollte, die ihr Vertrauen in ihn gesetzt hatten. Doch in Cedar Hills lauerte eine stille Bedrohung, ein erbarmungsloses Monster, das sich an den nichtsahnenden Bewohnern vergriff, die Cusick zu beschützen geschworen hatte. Als mehr und mehr Menschen starben, schritt dieser Held des Alltags ein. Dieses Buch schildert, wie der erste und einzige Serienmörder von Cedar Hills von dem Mann zur Rechenschaft gezogen wurde, der es wagte, dem Bösen ins Auge zu sehen und abzudrücken. Die wahre Geschichte eines der erschütterndsten waren Kriminalfälle Oregons. Ein Muss für alle, die glauben, dass es immer noch Menschen auf der Welt gibt, die sich für Wahrheit, Gerechtigkeit und The American Way einsetzten. Okay. Die Frage ist nur, Lloyd, das ist doch nicht dieser Sheriff, sage ich mal, dieser Polizist, den wir gespielt haben, oder? Oh. Ich meine, die hatten dem anderen Namen gegeben, als mit dem gesprochen hatten. Moment, öffnen? Nee, R2. Als ich am Schmelzofen ankam, hatte das Gefühl... Seit diesem Moment danke ich hier... Ne. In den Händen hielt er ein unschuldiges Baby. Ich schäme mich nicht zu gestehen, dass ich Angst hatte. Mir blieb nicht viel Zeit zu überleben. Er hatte das doch gar nicht in den Händen. Ich musste handeln, also zog ich meine Waffe, atmete einmal tief durch... Nachdem Stone getötet worden war und sein Verbrechen ans Licht kam, gab es eine Menge Fragen. Er musste schnell reagieren. Mein Dad war früher beim Militär und hatte stets zu sagen gepflegt, keiner wird zurückgelassen. Es hört sich überhaupt nicht nach dem an, den wir gespielt haben. Moment, in dieser schicksalshaften Nacht hatte ich einen meiner Deputies zum Kontrollieren losgeschickt. Ach, meine erste Wahl war er nicht. Ja, geil, denn er kam nicht aus der Gegend und grün hinter den Ohren war er auch noch. Als Tommy sich dann bei mir meldete, wusste ich sofort, was los war. Der Grünschnabel lief im Stahlwerk geradezu in sein Verderben. Er war diesem Monster nicht gewachsen. Ich musste schnell reagieren. Also ist das quasi der Vorgesetzte von dem wir gespielt haben. Und der tut jetzt so, als ob er der Held ist, oder wie? Ihr wollt mich doch verarschen. Es stellte sich heraus, dass Stone seine Stelle durch das Arbeitsprogramm für Sträflinge erhalten hatte, an dem das Stahlwerk von Cedar Hills teilgenommen hatte. Hatte man gute Ansichten gehabt? Sicherlich. War es dennoch eine unkluge Entscheidung gewesen? Absolut. Diese Seelenklempner und Psychologen mögen zwar tolle Ideen haben, aber sie verstehen solche barbarischen Wesen wie Frank Stone einfach nicht. Sie sehen, was sie sehen wollen, hören, was sie hören wollen. Und das nur, damit sie irgendwann rufen können, er ist geheilt. Ein Wunder ist geschehen. Naja gut, wie Wunderheiler sind Psychologen jetzt nicht. Man kann das Böse nicht heilen, glaubt mir. Ja, das denke ich auch. Manche Menschen kommen bereits verdorben auf die Welt. Das denke ich nicht. Und wenn man sie einfach machen lässt, breitet sich diese Fäulnis aus und befällt die Grundfesten von allem, was rechtschaffende Menschen wie euch und mir am Herzen liegt. Nachdem Cedar Hills auf die harte Tour gelernt hatte, wozu Frank Stone in der Lage gewesen war, zuckten die Chefs, die ihn eingestellt hatten, nur hilflos mit den Schultern und meinten, woher hätten sie... wir das wissen sollen. Es gab keinerlei Anzeichen. Er hat sich immer abseits gehalten. Er war ein richtiger Einzelgänger. Und genau das ist das Problem. Niemand kannte Stone gut genug, um einschätzen zu können, was er wirklich vorhatte. Nein. Die Frau, die immer wieder hier auftaucht. Ich glaube, die kannte ihn schon gut genug. Oder vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das weiß ich nicht. Er hatte alles für sich behalten. Seine dunkelsten Geheimnisse eingeschlossen. Stone kam... war kaum tot, da stürzten sich bereit jede Menge Auswärtige, die mitmischen wollten, wie die Geier auf Cedar Hills. Anwälte, Reporter, Gaffer, alles dabei. Und viele stellten die Wahrheit nicht zufrieden. Sie wollten
Was? Sie wollten behaupten, es sei eine Verschwörung gewesen. Meinten, er habe für diese Verbrechen einen Komplizen gebraucht. Ich persönlich habe das nie geglaubt. Keine einzige Sekunde. Ich weiß schließlich aus erster Hand, dass er allein war. Ja, ja, offenbar nicht. Habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Allen, die andere Meinung sind, brauchte ich nur eins zu sagen. Cedar Hills braucht kein zweites Monster. Achso, umblättern kann ich nicht mehr. Es gibt Gerüchte darüber, dass Frank Stone einen Komplizen bei seinem Verbrechen hatte. Ja. Zum einen gehe ich davon aus, dass das deswegen stimmt. Und was würdest du tun, wenn du hier drin wärst und nicht ich? Dazu kümmere ich mich. Du würdest die Wände hochgehen und einen Ausweg suchen. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Nicht natürlich. In einer Million Jahren. Niemals. Ist sie jetzt am Telefonieren oder was? Ah, halt. Oder ist das wieder dieses eine Kästchen? Ja, natürlich ist es wieder das eine Kästchen. Aber wir gucken trotzdem rein. Wir müssten eigentlich jetzt auch wieder was finden. Vielleicht sollten wir das auch vorher schon gefunden haben. Ich bin mir nicht sicher. Okay, kann man anscheinend nicht rausgucken. Augustins Sammlung ist einzigartig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Guckst du dir gerade hier die... Moment, stand da gerade was? Ach, das war hier das, ne? Ja, ja. Die Bilder, da komme ich auch nicht ran, aber vielleicht kann ich mit denen nochmal sprechen. Die Steuerung ist ein bisschen komisch gerade. Mit dir kann ich auch nicht sprechen. Da kann ich nur das Ding aufheben. Kann ich da nochmal was mitmachen? Nee, ne? Also da fehlt halt noch ein Teil, das ist klar. Vielleicht kriegen wir das, weiß ich ja nicht, wenn wir das fehlende Stück vom vom Hillbilly finden. Ja, Jungs, bleibt ihr mal alle oben. Ich guck mal unten, was da so vor sich geht. Wenn ich schreie, hat mich der Massenmörder gerade erwischt, okay? Gut. Aber bei dem Baum konnten wir jetzt auch nichts machen, ne? Da hatte ich jetzt nichts. Naja. Hier war ja auch nichts. Moment. Ha. Das war ein komisches Geräusch. Ah. Was steht da? Archibald McMillian. Oh, hat der einen ekligen Blick. Aber wo hat die hingeguckt? Hier vorne irgendwo? Ah, ja. Leute, ich habe was gefunden. Ihr solltet vielleicht lieber mitkommen. Alter, ihr solltet wirklich runterkommen. Sieht aus wie praktisch jeder Raum im Haus. Aha. Sind da überall so viele Kameras? Aber wo ist unsere Gastgeberin? Ja, wahrscheinlich bei No Signal, würde ich mal sagen, ne? Gucken wir uns hier auch nochmal genau um. Ich nehme an, die Gastgeberin kommt jetzt gleich und haut mir von hinten eins drüber oder so. Was zur Hölle? Stabilisierer, Tuner, Regulator. Okay. Für Zeitmaschinen. Hier kann ich aber sonst nichts mehr sehen, ne? Komm, jetzt hau mal eins drüber. Oder auch nicht. Leute, ich habe was gefunden. Kommt zu mir. Sonst werde ich bestimmt ermordet. Ey, niemand interessiert das, ne? Dieser Ort würde dich garantiert umhauen. Ach, die Rede mit der Mutter. Und dann würdest du mich hier wahrscheinlich rauswerfen und alles für dich behalten. Mit wem sprichst du?
Oh, nein, ich hab nicht... Ich hab dich gehört. Ich hab mit Mom geredet. Mit Bonnie. Ich war in Berlin, in der Schule, als ich von ihrer Krankheit hörte. Aber es war Prüfungszeit und sie sagte, ich soll zu ihr kommen, wenn ich fertig bin. Das tat ich auch. Aber da war es auch schon zu spät. Sie starb, als ich über dem Atlantik war. Alles ging so schnell, ich merk noch gar nicht, dass sie weg ist. Also tue ich so, als wäre sie es nicht. Sie konnte gut reden. Ja, das stimmt. Hey, schau mal hier. Das war letzten Sommer. Ich weiß, es ist wirklich lange her für dich, aber kannst du mir was über sie erzählen? Von damals? Ach, Gott. Tja. Sie konnte einen einschüchtern wie niemand sonst. Sogar als ich sie besser kannte. Sie tat immer, was sie wollte und niemand konnte sie aufhalten. Das klingt nach Mom. Hast du ein paar Storys? Ja. Ja, da gibt's was, an das ich denken musste. Ich hab's bisher niemandem erzählt. Es ist schon lange her. Wir wollten nur einen Film drehen. Jaime, Chris und ich. Ich kann mich nur ganz verschwommen erinnern, aber eine Sache ist mir immer ganz klar im Kopf geblieben. Glasklar. In jener Nacht, wir hatten eine Kamera abgeholt und wollten nach Hause, fuhren wir am Haus der Riveras vorbei. Die Garage stand offen, hell erleuchtet. Und der absolut verrückteste Sound, den man je gehört hat, dröhnte in alle Richtungen. Und genau mittendrin war Bonnie. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so mit sich im Einklang war. Alles, was zählte, war dieser Moment. Und sonst nichts. Das war deine Mom. Danke. Hey, hey Leute! Seht. Was? Ich sehe gar nichts. Na, da! Genau da! Oh mein Gott, da draußen ist jemand! Ich habe das Gefühl, dass Augustine mit sowas schon gerechnet hat. Sie hat hier so viele Kameras, dass ihr nicht mal eine Maus entgeht. Bei diesen Maßnahmen sind wir wohl ziemlich sicher. Okay, also, meint ihr, wir sollten Augustine suchen? Sie informieren? Auch wenn wir es ihr sagen wollten, würden wir sie nicht finden. Also, sie sagte, sie geht in ihr Privatreliquiar. Dort bewahrt man Artefakte auf, oder? Hier sind überall Artefakte. Genau. Also, und was, wenn du einen Ort für ganz spezielle, besonders wertvolle Artefakte hättest? Wäre er vielleicht hinter einer Tür wie dieser? Guter Gedanke. Können wir klopfen? Da kommt wohl kaum was durch, auch kein Geräusch. Also ist das wahrscheinlich der sicherste Ort, ob Augustin da drin ist oder nicht. Okay.
Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!